Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simulacra. Wir stehen, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, wie weit wir in dem Spiel sind, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache schon näher. Und Anna lächelt uns mittlerweile auf ihrem Profil mit an. Also wir haben da schon einiges erreicht, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat uns Ashley geschrieben. Und zwar, dass Anna wirklich weg ist und sie nirgendwo finden kann. Als wäre sie von der ganzen Erde einfach verschwunden. Wir machen das Beste, was wir können. Lass es uns handeln. Ich weiß nicht, ob wir die Konversation jetzt schon haben. Die hatten wir schon. Ach, die hatten... Warum wurde das denn nicht gespeichert? Brauchen mehr Zeit, dann gehen wir das kurz mal durch. Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Gucken wir in Jabba rein. Wahrscheinlich ein bisschen runterscrollen. Ich habe voll Angst, mich zu erschrecken. Hier ist was von Cassie. End of the contest. Warte, hä? Kann ich nicht die Kommentare lesen? Nö. Was denn? Was denn? Talk to Taylor about Jem's behavior. Nee. Okay, wir gucken jetzt mal hier. Also hat sie die E-Mail gepostet. Give zero fuck. Case study. Give zero fucks. Okay. Das hilft uns aber alles nicht weiter, um irgendwie an ihre Nummer ranzukommen. Keine Ahnung. Keep an eye on my upcoming posts. Find the hidden phone number. Ja. Hello? Den meinte ich. This is Detective Murillo from the Police Department. Bla bla bla. Wir haben doch schon mit dem gesprochen. Sind wir jetzt wieder hier oben? Ist doch nicht euer Ernst, ne? Ich wollte doch. Das scrollt doch nicht so weit. Ever held him mit Fidget Spinner. Auch ein Bild von Cassie. 619 Likes. So, wo ist jetzt ihr... Sie hat doch... Das ist ja... Hier, keep an eye on my upcoming post. So, wo habe ich hier mit den Zetteln mit meinen Notizen? Hidden Phone Number. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie finden. Was ist denn ihr erster Post? It's 9 in the morning. Why am I craving Chinese? Ruft der Polizist jetzt eigentlich nochmal an? Ich weiß es nicht. Weil ich habe den ja voll abgewürgt. Keine Ahnung. Hey, you look troubled. Nee. Da ist wieder. Wo ist das jetzt versteckt? Müssen wir irgendwie. Hat die 9? Huch, ich wollte da nicht draufklicken. Ich schreibe mir mal die 9 auf. Haben wir vielleicht überall irgendwelche Nummern drin? Das wäre ja sehr einfach. 2 days in a row. Dann haben wir eine 2. Dann. 3 hours. Okay. Okay, bisher sind überall Zahlen drin. 8 hours. Okay. Noch eine Zahl. Crowd is insane today. 1 day? 1 day? Vielleicht? Okay. Da sind tatsächlich überall Zahlen drin. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. 0 fucks. Okay. Und eine 0. Und dann... Achso, that's the end of the contest. Okay. Moment. Können wir das jetzt... Kann ich... Nee, ich kann nicht mit meinem Nummernpad. 9, 2, 3, 8, 1, 4. Oh, das hat funktioniert. Die ist ja leichtsinnig. Wer kommt denn da nicht drauf? Congratulations! You figured out the secret number!
As you know, you get to ask me one question for my upcoming AMA thread. So please be patient, as I will contact you on my next availability. We'll be texting you soon! Sie redet komisch. Irgendwie. Ja, dann schreib mir doch mal. Ah, got your number. Okay. First come, also... Wer zuerst kommt, mal zuerst. Oh, das gab ein Achievement. Ask her anything. Achso, wow. Okay, sie wollte erst mit den anderen, die vor uns waren, schreiben und jetzt sind wir dran. Okay. Wir haben nur eine Frage. Can I ask more than one question? Aber das ist ja schon eine Frage. Deswegen, nachher verpassen wir unsere Gelegenheit. Deswegen nehmen wir mal, ja, wir halten uns da dran. Jetzt müssen wir eine Frage. Tell me more about James Allner. Wie gut kennst du James Allner? Wie gut kennst du James? Bitte was? Ihn? Ja, ihr zwei habt gedatet. Woher weißt du was über ihn? Fragst du jetzt die Fragen? Ich habe meine Gründe oder er ist eine Person of Interest. Wie besitzt man das denn? Eine interessante Person? Eine Person meines Interesses. Keine Ahnung, wie man das sinngemäß übersetzt. Ob es überhaupt einen Ausdruck für gibt? Ich habe meine Gründe. Warte. Hast du keine anderen Fragen? Wie zum Beispiel, was hältst du vom Klimawandel oder von Social Media? Also, einfach normale Fragen. A stands for anything. Pretty disappointed. This is a normal question. Warum müssen wir jetzt überhaupt hier mit ihr schreiben? Können wir nicht einfach so... Was hat die überhaupt mit AMA? Habe ich was verpasst? This is a normal question. Das A steht für alles. Ah, okay. Yes. Wir haben es geschafft. Okay, nur zwei Bedingungen. Erstens, warum brauchst du diese Info? Er ist ein Zeuge in einem vermissten Fall. Es geht um Leben und Tod. Es gibt eine Chance, dass er kriminell ist. Er ist Zeuge in einem vermissten Fall. Sweet Jeebus? Ich wusste, irgendwas ist los. Ich hätte gekidnappt werden können? Okay, ich weiß nicht, was du gehört hast, aber das weiß ich echt kacke. Okay, sie wird uns alles sagen. Das ist gut. Wir haben sie überzeugt. Aber wir dürfen es nicht weitererzählen. Und ihre zweite Bedingung ist halt, dass wir es nicht weitererzählen. Okay. I need to share this. I can't promise you that. Ja, ja, sehr cool. Okay, jetzt kriegen wir die Informationen. So, aha. Die hat also zwei Identitäten quasi. Ihr Online Keeping it Cassie und ihr reales Ich. Ihr echter Name ist Cassandra. Und ihr Online-Ich war immer Single. Und sie hatte aber lange Zeit einen Freund. Wurde aber verlassen. Also ist sie auch auf Spark gegangen. Die wurden alle nach einer langen Beziehung. Waren die getrennt, oder? Kommt mir das nur so vor. Ja, sie wurde verlassen. Und dann ist sie aufs Spark gegangen und hat mit ein paar Leuten gechattet, um darüber hinwegzukommen. Und dann hat sie James getroffen. Hat er sich denn komisch verhalten? Nicht zu Anfang. Er war wirklich sehr charmant und es schien so, als hätte er ihr immer die richtigen Sachen gesagt. Okay. Also eigentlich fand sie es ganz... Start to get more things right about me. Sounds creepy. Hört sich ja eigentlich nicht so schlecht an, ne? Das denkst du jetzt. Aber einige Sachen passen einfach nicht zusammen. Er hat mir direkt geschrieben, genau exakt als ich fertig war mit meiner Arbeit. Und
Ich arbeite nicht regelmäßig, also es ändert sich jede Woche. Jeden Tag sogar. Aber irgendwie hat das geschafft, mir immer genau zur richtigen Zeit zu schreiben. Zum Beispiel war ein Fotoshooting, was genau um 2 Uhr morgens fertig war. Und er hat mir genau in dem Moment geschrieben, wo der Fotograf gesagt hat, jetzt sind wir fertig. Schläft er überhaupt? Okay, das ist wirklich komisch. Aber wir wissen ja auch schon aus dem Gespräch, was er mit Anna hatte auf Spark, dass er irgendwie sehr gut im Raten der Dinge über sie war. Oh, er wusste von der Trennung. Huch, Moment, hallo. Er wusste von der Trennung. Und sie hat wirklich versucht, das geheim zu halten, damit ihre Online-Identität da irgendwie nicht drunter leidet, keine Ahnung. Und irgendwie wusste James aber davon und er hat gesagt, dass er es geraten hat. Ah, hier haben sie den Chatverlauf. Okay, hat deine Online-Identität deinen Freund irgendwie vergrault? Woher weißt du davon? Ich hab nur geraten. Okay. Und sie fand das natürlich ziemlich creepy, vor allem weil sie das niemandem gesagt hat, weil niemand davon wusste und dann hat sie ihn geblockt. Was für sie vermutlich besser war, hätte Anna auch mal sagen machen müssen. Das war das letzte Mal, dass sie von ihm gehört hat. Vielleicht hat ihr Freund das erzählt? Das glaube ich ja nicht. Das ist alles, was ich wissen muss. Okay, sind wir damit jetzt fertig? Das ist alles, was ich dir sage. Es geht mir echt unter die Haut, dir das zu erzählen. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Hält James für einen Psychopathen. Oh, ist irgendwas natürlich mit ihm nicht stimmt. Jetzt können wir hier natürlich schreiben, dass wir mit Cassie gesprochen haben. Did you kiss and tell? Was? Time to up my selfie game. Warum wird uns das eigentlich immer angezeigt? Wow, es ist ein Ventilator, den man oben ins oder unten ins Handy stecken kann, damit die Haare zurückfliegen. Das ist ja nice, nice. Gut, finden wir gut, total gut. So. Her real name is Cassandra. Na, das ist ja jetzt unwichtig, ne? Er konnte jeden ihrer Schritte voraussehen. Also ist er entweder ein richtig krasser Stalker oder da gibt es irgendwas über ihn, was wir nicht so richtig wissen bisher. Auf jeden Fall ist er super creepy. Vielleicht hat er Anna gekidnappt. You showed me yours, now let me show you mine. Found something about James too. Okay. Educate thyself. But the fake mass media do not want you to see... Account suspended, but the recent disappearances on dating apps. Was ist das denn jetzt hier? Sorry, ich muss da mal gucken. Was? Diana, du hast dich in deinen Account von deinen Spark-Account eingeloggt von From Unknown, von irgendwo. Aus Sicherheitsgründen wurdest du von allen anderen Geräten ausgeloggt. Du kommst jetzt nicht mehr in Spark. Hä, müssen wir jetzt ein neues machen? Wir müssen ein neues Profil machen. What the fuck? Anstatt, dass wir uns einfach wieder einloggen können. Komisch. Okay. Okay, ich überfliege das hier mal gerade. Downplaying the series of this is switching. Okay, also die Medien verschweigen irgendwas, was mit Spark abgeht. How far this story goes. Wow. Aha. Okay, also es wird was verschwiegen.
kriminelle Dinge werden verschrieben, und zwar, dass Leute verschwinden. Und da regt sich ganz schön darüber auf, dass das natürlich so unter den Tisch gekehrt wird, oder unter den Teppich, nicht unter den Tisch. Wer sollte was unter den Tisch kehren? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall regt er sich darüber auf, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und wir haben lange kein Klopfen mehr gehabt. Huhu. Okay, hier gibt es eine Aufzählung von den verschiedenen kriminellen Dingen. Und vermissten Fälle haben sich irgendwie in dem Zeitraum hier gehäuft. Und am 24. gab es 5... Ach, oh, das ist das Alter. Oh, ups. In dem Alter gehen sehr viele Leute werden sehr viele Leute vermisst. Zwischen 21 und 25 Jahren. Und Anna ist 22. Mhm. First one, Tracy P. Die erste, auch 22. Sie mag Bücher und ist gerne drinnen. Sie hatte auch eine Langzeitbeziehung. Und die ist zu Ende gegangen und ist dann auch auf Spark gegangen. Und 3 Tage danach ist sie schon vermisst worden. Und sie hat wohl jemanden getroffen auf Spark. Aber sie weiß den Namen, ein Freund von ihr kann den Namen nicht mehr. Und weiß nur noch, dass der Name mit einem S anfängt. Simon B. Sein Name fängt mit S an. Ist er nach ihr verschwunden? Nach Tracy P? Vermutlich, ne? Okay, ein 24 Jahre alter Kellner. Okay. Long Distance Relationship. Also er kam auch gerade aus einer Beziehung und hat dann auch Spark ausprobiert. Und ein paar Tage später ist er nicht mehr nach Hause gekommen. Und er wollte sich mit einem Mädchen namens Amy treffen. Und danach wurde er nicht mehr gesehen. Die nächste ist Amy. Okay. Das heißt, bei ihr hat das angefangen. Sie hat sich mit S getroffen. Dann war Simon der Nächste, der verschwunden ist. Der hat sich mit Amy getroffen, hat das Ganze quasi weitergegeben. Kann man das so sagen? Und also ich weiß ja nicht, was passiert ist so. Aber das ist schon sehr komisch. Da kann ja nicht einer... Also da steckt ja nicht dann einer, der die entführt dahinter, oder? Komisch. Okay. Okay. Auch aus einer Trennung gekommen. Sie ist auf Spark gegangen, um gegen ihre Mutter zu rebellieren. Und an dem Tag, als sie vermisst, also als sie verschwunden ist, hat ihre Mutter gehört, dass sie mit einem Typ namens James geredet hat. Und von James A., James Aulner, den kennen wir schon. 25, works as a copywriter. Das ist auf jeden Fall unser James. Und der ist der Nächste gewesen. Aha. Boah, das ist voll gruselig. Warum sind die verschwunden? Vor allem alle nacheinander. Das heißt, Anna ist jetzt die Nächste in der Reihe? Oder wie? Okay. Sein Telefon wurde im Backyard hier, im Hinterhof gefunden und wurde der Polizei übergeben. Und das ist der Punkt, wo es verrückt wird. Another guy knows a guy who's gone through his phone. Okay, die haben ein komisches Video gefunden, was aber so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, verglitscht war. Okay, hier gibt es nochmal eine Zusammenfassung, was die ganzen Opfer gemeinsam haben. Stimmt, das ist wie in dem Graph, der oben war, zwischen 21 und 25. Und es verschwinden immer abwechselnd Mädchen und Junge. Das heißt, nach Anna wäre wieder ein Junge dran. Okay, die scheinen alle Bücherwürmer zu sein. Entweder studieren sie oder arbeiten in ähnlichen Berufen. Und sie sind alle gerade aus einer Beziehung gekommen. Wobei er das über James nicht richtig sagen kann. Aber das wissen wir ja schon von seinem Arbeitskollegen, dass das auch so war bei James. Der hat das ja erzählt gehabt. Trust no one. Boah, das ist ja creepy. Krass.
You want me to read? Ich hab das schon gelesen. Wenn ich sein Ernst jetzt. Yep. You can read it at your own time. Passt er das jetzt zusammen? Okay. To meet someone from Spark? Nothing weird. Ist ja gar nicht komisch. Ich habe den Artikel nur gerade gelesen und es ist einfach total gruselig. Ja, genau wie Anna, würde ich mal sagen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Sorry. Es gibt noch mehr. Kombiniere das mit dem, was du rausgefunden hast. Und ich glaube, es geht hier um etwas viel Größeres. Und das glaube ich mittlerweile auch. Ich glaube nicht, dass Anna einfach entführt wurde von... Wieso sollte James sie entführen? Da muss irgendwer anders dahinter stecken. Vielleicht jemand, der sich dann als James ausgibt und sein Dating-Profil benutzt und damit die Leute anlockt in seine Falle. Oha. Okay, I need to record this, so we are on the same page. Ist der in der Dusche? Commencing epic monologue. Anna went missing the same way as James. They were both last seen going on a date with someone on Spark. Anna and James still had activity on Jabber, but no one has physically seen them. It's the same pattern. James is still nowhere to be found. I hope Anna doesn't share the same fate. Warum redet er denn so gruselig? Hat er doch was damit zu tun? Also langsam frage ich mich ja wirklich, was da alles... Also, wer es jetzt ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass Taylor dahinter steckt. Und Greg glaube ich auch nicht. Ja, du hast recht. Glaube ich auf jeden Fall, dass er recht hat. Irgendwas steckt dahinter. Und da sind einfach zu viele Gemeinsamkeiten. Es kann kein Zufall sein. Und es ist wirklich richtig spooky. Deswegen gucke ich hier gerade so in meinem Zimmer rum, weil ich echt ein bisschen Schiss habe. Aber ich hoffe einfach, bei mir kommt jetzt keiner rein, weil dann kriege ich einfach den Todesherzinfarkt. Okay. Wir müssen ihn finden. Okay. Wie? Okay, er will etwas nachgucken. Und kommt dann zurück zu uns. Bitte ruf nicht an. Ich kriege einen Herzinfarkt, wenn er anruft. Was ist mit den letzten Vlogs? Wann kommen denn die letzten Vlogs? Ich will die letzten Vlogs sehen, weil das ist jetzt 7. August. Atar Kolje Deda?